Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem wir uns mal wieder die spannendsten Karten der Welt anschauen. Ich würde sagen, lasst uns keine Zeit verlieren und starten wir direkt rein. Auf dieser Karte sehen wir den Teekonsum in verschiedenen Ländern der Welt. Der weltweite Teekonsum pro Person ist in den letzten Jahren stark angestiegen und auch für die Zukunft wird ein weiterer Anstieg prognostiziert. Laut dem International Tea Committee betrug der weltweite Teekonsum im Jahr 2019 etwa 7 Pfund, was umgerechnet 3,2 Kilogramm sind pro Person. Das ist ein Anstieg von fast einem Kilogramm im Vergleich zu 1995. Der Teekonsum variiert jedoch stark nach Region und Land. In Ländern wie China, Indien und Japan, die führend in der Teeproduktion sind, ist der Teekonsum pro Person auch ziemlich hoch. In China trinken die Menschen im Durchschnitt etwa 1,6 Tassen pro Tag, in Indien sind es immer noch 0,9 Tassen. Und in Japan sind es sogar 2,1 Tassen Tee pro Tag. Auch nicht überraschend ist, dass die Briten ebenfalls sehr viel Tee trinken. Aber auch Russland ist ganz vorne mit dabei. Der russische Teegenuss hat auch eine lange Tradition und geht auf die Zeit der Zaren zurück. Damals schon wurde Tee aus China importiert und wurde so zu einem wichtigen Handelsgut. Es wurden Teehäuser eröffnet, in denen der Teegenuss zu einer Art sozialer Unterhaltung wurde. In den meisten westlichen Ländern ist der Teekonsum pro Person im Vergleich dazu niedriger. In den USA trinken die Menschen durchschnittlich etwa 0,5 Tassen pro Tag, während es in Europa ca. 0,8 Tassen sind. Aber auch in diesen Ländern hat der Konsum in den letzten Jahren zugenommen, insbesondere dank der Beliebtheit von speziellen Teemischungen und Teemarken. Der weltweite Teekonsum wird dabei von verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel auch dem wirtschaftlichen Wohlstand, beeinflusst. In Ländern mit höherem Wohlstand nehmen die Menschen tendenziell auch mehr Tee zu sich. Aber natürlich auch die sozialen Gewohnheiten spielen eine wichtige Rolle. Insgesamt sehen wir aber, dass die Türkei den mit Abstand höchsten Teekonsum der gesamten Welt hat. Auf der nächsten Karte sehen wir das weltweite Wirtschaftswachstum der einzelnen Länder anhand des Bruttoinlandsprodukts. Die Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts gibt an, wie schnell das BIP eines Landes im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Es wird als Prozentsatz angegeben und ist ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Leistung eines Landes. In den entwickelten Ländern ist die Wachstumsrate in der Regel niedriger als in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Das liegt natürlich vor allem daran, dass die Wirtschaften in entwickelten Ländern bereits relativ gut ausgebaut sind und daher weniger Raum für schnelles Wirtschaftswachstum geboten wird. Zu den wenigen Ländern, die sogar ein negatives Wirtschaftswachstum in 2020 hatten, gehört zum Beispiel Russland. Das liegt natürlich vor allem am Krieg und den daraus resultierenden Sanktionen. Auf der nächsten Karte sehen wir zwei Inseln, die viel gemeinsam haben und doch sehr unterschiedlich sind. Little Diomede und Big Diomede sind zwei Inseln in der Beringsee, die sich an der Grenze zwischen Alaska in den USA und dem russischen Fernen Osten befinden. Die Inseln sind nur etwa 2,5 Kilometer voneinander entfernt, die internationale Datumslinie trennt aber beide Länder. Die Sonne steht also für beide Inseln am gleichen Ort, jedoch ist die eine Insel der anderen 21 Stunden voraus. Little Diomede gehört dabei zu den USA und hat ca. 150 Einwohner. Die Insel ist etwa 2,4 Quadratkilometer groß und beherbergt hauptsächlich Ureinwohner. Auf der Insel gibt es keine Straßen und die Einwohner sind hauptsächlich auf Fischfang und die Jagd angewiesen. Big Diomede gehört zu Russland und hat ca. 140 Einwohner. Die Insel ist ungefähr doppelt so groß und beherbergt ebenfalls hauptsächlich Ureinwohner. Und auch auf der Insel gibt es keine Straßen und die Einwohner leben hauptsächlich vom Fischfang und der Jagd. Beide Inseln waren besonders während des Kalten Krieges von großer strategischer Bedeutung und waren durch eine strenge Grenze getrennt. Heute geht es aber deutlich ruhiger auf den Inseln zu. Allerdings haben sich ja in diesem Jahr die Beziehungen zwischen den USA und Russland wieder stark verschlechtert, deshalb könnten die Inseln in Zukunft wieder an Bedeutung gewinnen. Trotzdem bleiben beide Inseln zwei sehr isolierte und abgelegene Orte, die von der modernen Welt weit entfernt sind. Auf der letzten Karte heute sehen wir die Aufteilung Belgiens. Flandern im Norden, Wallonien im Süden und die Hauptstadt Brüssel, die sich ungefähr in der Mitte befindet und eine eigene Region darstellt. In Flandern wird dabei hauptsächlich Niederländisch gesprochen, während in Wallonien hauptsächlich Französisch gesprochen wird. In Brüssel werden beide Sprachen gesprochen, aber aufgrund seiner internationalen Bedeutung wird auch Englisch häufig als Verkehrssprache verwendet. Die kleine Minderheit von Menschen, die Deutsch spricht, befindet sich vor allem im Osten in der Nähe der deutschen Grenze. Aber nicht nur dort, sondern in ganz Belgien wird Deutsch als beliebte Unterrichtssprache angeboten. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut euch unbedingt noch die letzte Episode an. Viel Spaß dabei und ich sag ciao.